den nehmen wir mit, den nehmen wir mit, den nehmen wir tralala, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit, den nehmen wir tralala. Da empfindet man doch eine gewisse Wehmut. Was für ein Ding? Hat man schließlich viele seiner Jahre verbracht. Und das soll man nun nie wiedersehen. Wie lange ist er noch fahren? Und wie weit ist es nun von Neukölln bis Spandau? Müssen wir nicht erst über die Grenze? Ach, dann dürfen wir nicht vergessen, im Intershop noch Schokolade, eine kleine Flasche für dich und Zigaretten. Wie viel darf man überhaupt mitnehmen? Ist aber nicht billiger als an der freien internationalen Tankstelle. Das weißt du natürlich wieder besser. Wenn man rüber nach Mallorca fliegt, ist kein Zoll drauf. Das hier ist doch Osten. Na, du weißt das. So, jetzt müssen wir vernünftig sein und ökonomisch denken. Haben wir überhaupt Geld mit? Geld? Das ist die kleinste Sorge. Hey, Menschenskind, wenn die wüssten, was ihnen blüht. Aber ja, die armen Spandau-Bauern. Diesen Kanister mit voll. Geht leider nicht zu machen. Ich darf nicht unter 5 Liter verkaufen. Das betrübt mich ungeheuer. So viele Jahre war ich Kunde Ihrer Firma. Ich war immer begeistert von der Extrabeschleunigung, die erzielt wurde durch Optimal Plus und von den umweltfreundlichen Abgasen. Ganz zu schweigen von den einmaligen Rentabilität, die sich ergibt aus den genialen, für die Gesellschaft so nützlichen Zusatz von Ökonomat. Wollen Sie wirklich zulassen, dass ich die Säulen der Konkurrenz aufsuche? Wollen Sie das? Mein Herr, ich würde das nur schweren Herzens tun. Was soll es denn sein? Normales oder super? Super bitte. Macht dann 2,74 Mark. Ja, und darüber bitte eine Quittung. Natürlich, wie Sie wünschen. Das war wieder mächtig gewaltig. Nein, also wisst ihr was? Nein, sowas dürft ihr ja nun wirklich nicht tun. Was heißt nicht dürfen? Wir stehen nun mal auf die freie internationale Tankstelle. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Fit hat so viel Pinke, Pinke, Fit hat so viel Geld. Verdammt nochmal! Wir sind da! Wo? In Spandau, mein Schatz. Spandau, da drüben ist Spandau, da drüben ist Ikea. Wir haben es geschafft, Leute. Wo machen die Züge kurz vor Donau mal Halt? Du weißt es ja genau. Spandau, steht man am Brunsbüttel am täglich im Stau. Du weißt es ja genau. Spandau, in 20 Jahre älter sogar als das ganze Berlin hier. Doch viele wissen nicht einmal, wie kommen sie denn zu dir. Ist gar nicht schwer.
Stadtring, Abfahrt, Spandauer Damm, Rohlebenheerstraße runter, gleich hinter Ikea liegt Spandau. Guck mal, der Julius-Turm, Spandau. Mal durch die Altstadt schon Spandau. Viele waren da ja noch nie. Ja, wo liegt denn dieses Spandau? Wir sind ja eine Ewigkeit gefahren und eine Landkarte hat hier keiner dabei. Birgit, du hast doch einen Atlas dabei. Ja, hier. Mal sehen, bitte. Lass mal sehen. Wir befinden uns hier. Wunderköln? Da. Wo ich dann da? Da. Das bisschen? Und da gebt ihr so an? Den Tank bis oben hin voll, bitte. Ja, gern, dann soll es wohl Zypern-Benzin sein. Was? Brauchen Sie auch eine Quittung? Ja, eine Quittung. Und den Kanister voll? Und bitte noch ein. Wenn Sie fertig sind, noch den Kanister voll. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Scheiße.